Da kommt er, Chibi. Einen wunderschönen guten Tag. Moin. Na, wie geht's? Hey. Alles gut? Ja, Chibi. Was ein Wetter. Ja, stürmisch. Das Wetter ist nicht ganz so schön, aber dafür ist das Auto sehr schön. Ja, ne? Wollte ich sagen, wir sitzen im Trockenen. Ja. Die haben uns hier nagelneue Kiste hingestellt, Auto aus Schwarte. Okay. Das Besondere, das ist ein Elektro-SUV. Das ist der ID4. Ganz neu. Der noch gar nicht draußen ist, ne? Genau. Haben sie mir gesagt, den kann man vorbestellen schon, aber die Markteinführung offiziell ist erst am 26.03. Okay. Aber wir dürfen damit jetzt schon mal ein bisschen durch die Gegend gurken. Sehr schön, sehr schön. Ich freue mich. Fein. Ich freue mich. Okay, mal starten. Hoffentlich kriegen wir das alles hin, ne? Die ganze Technik. Doch, kriegen wir schon. Kriegen wir hin, ne? Das ist ja das Verrückte. Man hört einfach nichts, ne? Nee, man hört nichts, ne? Man hört echt nichts. So. Yo, hier Hensch Arena. Ja. Ja, schade, ne? Seit langem ohne Zuschauer. Wie ist das für euch als Spieler eigentlich? Ja, also, das ist schon sehr komisch, ne? Muss man sagen. Normalerweise hört man vom Trainer zum Beispiel nicht viel, wenn man auf der anderen Seite spielt. Aber da die Zuschauer nicht da sind und da keine Stimmung da ist, kann man, glaube ich, alles hören. Manchmal ist das schön. Manchmal, wenn der Trainer meckert, natürlich nicht so schön. Aber wir hoffen natürlich, dass, dass bald wieder Zuschauer zugelassen sind und wir die Atmosphäre wieder spüren dürfen. Ja, auf jeden Fall. Das macht so keinen Spaß. Ne? Und das ist ja für euch natürlich auch eine zusätzliche Motivation. Ne? Gerade wenn es mal nicht so läuft oder so, dass genau. Man dann mal den Push kriegt. Ne? Genau, man kann ja nicht 90 Minuten lang auf Spannung sein. Ja. Der Gegner spielt natürlich auch mit. Ja. In der Liga kann man nicht einfach alles verteidigen. Ja. Da hat der Gegner mal eine Druckphase. Umso wichtiger ist dann, wenn die Zuschauer das merken und dann der Push nochmal kommt, dass man das ja auch akustisch hören kann, ja. Dann gibt es natürlich nochmal für jeden einzelnen Spieler nochmal eine andere Motivation dagegen zu halten, die eigenen Angriffe zu starten. Aber momentan müssen wir leider, der Gegner natürlich auch, ohne Zuschauer auskommen. Das ja, kann man nur hoffen, dass es besser wird. Ja. Jibi, wir müssen was sagen. Jérôme Al-Haizamei heißt du ja eigentlich. Genau. Das ist ja schon ein interessanter Name. Erzähl mal, wie setzt sich das zusammen, dein Nachname vor allen Dingen? Al-Haizamei kommt aus dem Arabischen, genauer gesagt aus Jordanien. Meine Mutter war mit einem Jordaner verheiratet, der hier ins Land gekommen ist. Sie hat mit denen 4 Kinder. Dann nach einigen Jahren haben sie sich leider getrennt. Meine Mutter hat dann den Namen behalten, weil die Kinder ja auch den Namen hatten. Dann hat sie meinen Papa kennengelernt. Dann bin ich gekommen und sie wollte halt, dass alle 4 Kinder den gleichen oder denselben Nachnamen haben. Ja. Deswegen habe ich den halt auch bekommen. So setze ich das zusammen. Ja. Aber alle nennen dich oder fast alle nennen dich Jibi. Genau. Was hat es damit auf sich? Ich spiele gerne an der Konsole. Okay. Da nenne ich mich halt Jibi. Das kommt dadurch, dass wir damals bei Fortuna Düsseldorf in der Jugend, ich glaube, das war in der C-Jugend, da haben wir einen neuen Torwart bekommen. Ist natürlich schwer für einen Spieler, so viele Namen zu merken. Er wusste noch irgendwas mit J, Juju hat er gesagt. Irgendwann hat er halt Jibi gesagt. Dann habe ich mich umgedreht. Ja, und seitdem ist das so mein Spitzname auch. Ah, okay. Den habe ich halt auch, wie gesagt, auf der Konsole auch eingespeichert, sodass die Spieler, mit denen ich dann zusammenspiele, halt nur Jibi lesen und nicht Jérôme. Ja. Das geht auch, glaube ich, einen Tick schneller. Ja. Das ist cool hier. Ne? Siehst du das eigentlich von da mit dem Display da in der Scheibe? Kannst du das sehen? Nee, das kann ich von hier aus nicht sehen. Man sieht das wirklich, man wird das hier in die Scheibe rein projiziert. Bist du schon mal Elektroauto gefahren? Nee, Elektroauto bin ich noch nicht gefahren. Weder als Fahrer noch als Beifahrer. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich hier drin sitze. Wie wir eben schon gesagt haben, man hört einfach nichts. Ich fahre einen Diesel. Diesel ist natürlich ein bisschen lauter. Ja. Den hört man, aber das ist ja so, als wenn der Wagen aus wäre. Ja, es ist wirklich, aber hier kann man sehen, wir haben noch 264 Kilometer, können wir theoretisch fahren. Okay. Aber ich glaube, es gibt da verschiedene Modelle, logischerweise, wie bei jedem Wagen. Ne? Da kannst du teilweise sogar hat das eine Reichweite bis zu 500 Kilometer. Das ist natürlich schon nicht schlecht. Hat sich viel getan in letzter Zeit mit diesen Elektroautos. Ja, natürlich. Ne? Die kommen jetzt langsam nacheinander, kommen sie alle raus. Ja. Bist du so ein Autonah? Hast du schon in frühen Jahren gesagt, oh, so eine Kiste will ich mal haben? Oder? Man träumt immer, als kleiner Junge vom Porsche 911. Ich hatte damals so ein kleines Spielzeugauto gehabt. Ja. Da habe ich mir gedacht, okay,
wenn ich irgendwann mal groß bin, einen Führerschein habe und mir den leisten kann, würde ich mir den kaufen. Aber wenn man dann älter wird, dann ja, ist die Sicht ein bisschen anders, dann kommen andere Dinge im Vordergrund. Ich muss jetzt nicht jetzt den dicksten oder den größten oder den lautesten Wagen haben, sondern einfach der schönste, der mir gefällt. Den habe ich momentan, ich bin sehr zufrieden und das ist das, was am Ende nicht zählt, sondern der Charakter. Ja. Also nicht das Äußerliche, sondern was drinnen sitzt, ist wichtig. Ja. So, müssen wir aufpassen. Bist du so ein bisschen technisch begabt? Könntest du theoretisch gleich einen Reifenwechsel machen? Reifenwechsel könnte ich machen, ja. Das wird zwar ein bisschen dauern. zum Glück gibt es ja genug Werkstätten auch hier in Meppen, wo ich da mein Auto hinbringe zum Reifenwechsel, von daher. Ja. Aber ich hatte früher, mein erstes Auto war ein Opel Corsa gewesen. Ja. Da habe ich tatsächlich mit meinem Bruder auch zusammen noch die Reifen gewechselt. Du hast es gerade schon gesagt, du sitzt gerne an der Konsole. Ist das so dann die richtige Entspannung, wenn du nach einem anstrengenden Spiel, dass du sonst so runterkommst, oder was machst du sonst noch? Nach dem Spiel zocke ich dann nicht. Ja. Dann verarbeite ich noch das Spiel, je nachdem, in welche Richtung es dann gelaufen ist, ob positiv oder negativ. Ja. Ich spiele dann eher in der Woche, einfach mal zum Abschalten, die ganzen Sorgen auch mal vergessen lassen. Dann tun 2 Stunden am Tag, wenn ich spiele jetzt nicht jeden Tag, aber so jeden zweiten, dritten Tag, dann tun die auch schon mal gut, wenn man einfach mal den Kopf freikriegt, wenn man nochmal Kind ist, wenn man alles vergisst, und das macht dann schon Spaß. Ist auch gut für den Kopf, dass man auch mal was anderes erlebt, nicht nur auf dem Fußballplatz oder zu Hause, sondern ja, mal ein bisschen Spaß in seiner eigenen Welt zu haben. Ja, jetzt so richtig treffen könnt ihr euch untereinander mit den Spielern ja auch nicht, ne? Wie man das sonst vielleicht mal gemacht hat, dass man sich mal auf so einen Spielerabend trifft oder so, Das ist halt schwierig, ne? Das geht momentan nicht. Wir spielen, oder wir haben sehr gerne UNO gespielt mit 5-6 Mann. Das können wir seit langer Zeit natürlich nicht spielen, das geht ja nicht. Deswegen spiele ich dann mit 2-3 Mitspielern aus der Mannschaft übers Headset an der Playstation, und man kann da gut abschalten auf jeden Fall. Ja. Fährst du gerne Auto selber auch? Oder? Ich fahre sehr, sehr gerne Auto. Ja. Ich komme aus Düsseldorf, dann habe ich 200 Kilometer von Meppen nach Düsseldorf. Meine Frau hat auch einen Führerschein. Sie sagt, sie will immer fahren, aber irgendwie macht mir das Autofahren sehr Spaß, und dann sitze ich immer am Lenkrad und mache die Touren dann nach Düsseldorf zum Beispiel, jetzt so zur Familie. Ja. Was ist so dein Lieblingsgericht? Tatsächlich esse ich sehr, sehr gerne Döner, muss ich offen und ehrlich zugeben. Okay. Natürlich auch nur nach dem Spiel, das ist klar. Ich werde jetzt nicht einen Tag vom Spiel Döner essen, das ist auch klar, aber mal so nach dem Spiel, so einen Tag nach dem Spiel, mal so einen Döner zu essen, tut auch gut. Deswegen esse ich, wenn ich draußen esse, natürlich sehr, sehr gerne Döner. Ja. Aber sonst müsst ihr natürlich schon auf eure Ernährung achten, ne? Das stimmt, aber ich glaube, man sollte auch nicht zu, wie soll ich sagen, zu egoistisch sein, dass man jetzt, man muss sich auch mal was gönnen. Ja, klar. Natürlich, wie ich schon gesagt habe, nicht vorm Spiel, das ist klar. Nee, das ist klar. Ne? Aber ich glaube mal so nach dem Spiel, wenn du dann wieder eine Woche Zeit hast zum nächsten Spiel, dann ist es ja völlig okay, wenn du auch mal was, ja, nichts Gesundes oder was Fettiges isst. Ja, hat man dann auch mal Bock drauf, ne? Muss sich auch mal belohnen, ne? Dann muss ich auch mal belohnen, natürlich, wenn man dann noch gewonnen hat, der Körper natürlich auch sehr kaputt ist, auch mal was Richtiges zu essen bekommt, das ist natürlich auch gut. Ja. Verreist du gerne? Bist du gerne unterwegs? Machst du gerne Urlaub irgendwo? Gerne Urlaub, ja. Aufgrund halt meines Berufes kann ich das halt nur jedes Jahr im Sommer machen, aber versuche natürlich auch dann mal 2 Wochen komplett in Richtung Sonne, Richtung Strand abzuschalten. Mhm. Das mache ich schon, oder das machen wir mit meiner Frau und ein paar Freunden regelmäßig jedes Jahr. Ja. Du bist verheiratet? Ich bin verheiratet, genau. Habt ihr Kinder auch? Kinder noch nicht. Ja. Kinder noch nicht. Wollt ihr aber, oder? Kinder natürlich, wer möchte keine Kinder? Also ich glaube, ich kenne keinen Mensch, der keine Kinder haben möchte. Wir machen uns da keinen Druck, es wird schon zur richtigen Zeit kommen. Wir freuen uns natürlich dann, wenn es demnächst klappt. Ja.
vom Typ her würde ich sagen, wenn man nicht so sieht, könnte ich mir auch gut vorstellen, um nochmal ums Reisen zu gehen, du wärst so ein Typ, finde ich, den könnte ich mir gut vorstellen in so einem alten VW-Buddy und dann irgendwie, was weiß ich, Surfbrett oben drauf und einmal durch Island oder so. Ist das abwegig oder? Das ist überhaupt nicht mein Ding. Nee? Nee. Weder kann ich surfen, noch mit dem Auto in den Urlaub zu fahren, dann nehme ich lieber den Flieger und fliege. Okay. Aber das sagen viele, dass ich so. Ja, bist vom Typ her, ne? So ein Sunny Boy, sagen die. Aus meiner Familie, aber auch die mit Bart und Frisur, ja. Ne? Nee, leider. Hast du es schon länger jetzt so oder ist das auch Corona-bedingt? Den Bart habe ich schon länger. Die Haare habe ich mir seit letztem Jahr wachsen lassen. Mhm. Da habe ich meiner Frau eine Idee gehabt. Ich habe schon alles gehabt. Ich hatte schon blond, grau, ja. Auf 3 mm. Also nur bis flexibel. Genau, nur den Topf hatte ich noch nicht. Ah. Ja gut, und dann kam es letztes Jahr dann zu Corona und dann hat es gepasst, weil irgendwann haben die Haare eine Länge, da kann man nichts damit anfangen. Da kann man die weder noch stylen noch sonst irgendwas machen, nur eine Mütze aufziehen. Ja. Und da wir dann in Corona-Zeiten waren, nur zu Hause waren, hat das dann natürlich auch zeitlich sehr gepasst. Ja. Der zieht ganz schön ab. Ich habe nachgelesen, irgendwie von 0 auf 100 in 8,5 Sekunden. Okay, das ist ein Elektroauto, natürlich nicht schlecht. Ne? Ja. Auch bei Tempo 100, man hört einfach nichts. Ne? Nee. Und außerdem, ich dachte auch, weil es heute so windig ist, ist ja fast stürmisch. Ne? Also, ja, fährst du gut. Bist du ein bisschen schneller Fahrer, hast du schon mal Probleme gekriegt deswegen? Ja, natürlich. Ja. Auch ich wurde mal geblitzt, musste mal den Führerschein abgeben. Echt? Ja, aber man lernt halt draus. Ja, genau. Je älter man wird, desto lästiger wird man, glaube ich, mit dem Fahren. Ja. Vielleicht mal frühzeitiger losfahren als gedacht, als geplant, dann kann man sich vom Tempolimit halten. Ja. Wie bist du zum Fußball gekommen? War das immer schon dein Berufswunsch oder hattest du auch mal eine ganz andere Idee? Da meine Eltern auch beide Fußball gespielt haben, mein Vater war halt Torwart, meine Mama war Stürmerin, meine Brüder haben dann natürlich auch dann Fußball gespielt. Und ich als Jüngster bin praktisch da ja, hineingewachsen, habe von klein auf den Ball am Fuß gehabt. Bin dann auch sehr frühzeitig dann auch zum Verein gekommen. Dann kam es halt, ja, ich habe halt täglich mit meinen Geschwistern Fußball gespielt. Mit meinem Papa dann zum Training gefahren, mit meiner Mutter zum Training gefahren, dann sonntags zu den Spielen. Ich bin da praktisch reingeboren. Ja. War es keine Alternative, wo du gesagt hättest, oder das könntest du dir vorstellen, wenn du jetzt kein Fußballprofi wärst, so beruflich zu machen, oder sagst du? Boah, da eigentlich nicht. Ja. Ich habe dann, oder wir haben dann halt frühzeitig erkannt, dass da noch ein bisschen Talent da ist. Ja. Und bin dann auch mit 12 oder 11, 12 Jahren zu Fortuna Düsseldorf gewechselt in die Jugend. Hab dann da praktisch jede Jugend mitgenommen und dann die Chance ergriffen, dann auch irgendwann Profi zu werden. Und dann habe ich mir auch dann diese Chance erstmal zu nutzen wollen und habe mir dann erstmal wenig Gedanken gemacht, wenn es nicht klappt, was ich dann mache, sondern war mein voller Fokus schon in Jugendjahren schon auf Fußball. Das hat Gott sei Dank bis jetzt super geklappt. Ja, kann man sagen, absolut. Aber das ist wahrscheinlich auch wichtig, ne, dass man, wenn man das so ernsthaft macht und wenn man das in diesem Profibereich macht, dass man sich auch frühzeitig voll darauf fokussieren kann. Ne? Genau. Ich meine, wo ich noch in der Jugend war, war es noch ein bisschen anders. Jetzt fangen sie schon an, mit 18 in der Bundesliga zu spielen und mit 17. Ja. Da habe ich noch in der A-Jugend gespielt. Aber natürlich sollte man auch die Schule nicht vernachlässigen. Ich habe dann noch meinen Abschluss danach nachgeholt, obwohl ich dann bei Düsseldorf bei den Profis gespielt habe. Aber ich habe dann die Chance bekommen, von dem Verein bei den Profis zu trainieren. Dann habe ich natürlich auch dann wahrgenommen. Heutzutage, Gott sei Dank, habe ich sie wahrgenommen. Habe dann ja die Schule mehr oder weniger abgebrochen, aber dann auch trotzdem den Abschluss gehabt. Von daher kann ich bisher sehr zufrieden sein. Ja. Gerade sind wir durch so eine Brücke da durchgefahren, da stand ein Graffiti dran, auch SV Meppen. Das ist echt auffällig. Ne? Das sieht man hier öfters auf der Autobahn, auf der A1, wenn ich dann von Düsseldorf wieder zurück nach Meppen komme, ist auch ein riesen Graffiti, da steht auch SV Meppen 1912. Ja. Was denkt man dann, wenn man da so dran vorbeifährt? Ja, das ist eine fußballverrückte Stadt. Ne? Ja. Also es steht kein Unsinn, sondern was Sinnvolles.
Man merkt, dass viele auch hier an den Autos hier auf den Aufkleber des Wappen haben vom SV Meppen. Ja. Ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn man ja, schon toll, so viele Autos sieht mit dem Aufkleber hinten drauf. Oh, bei dem Verein, wo du halt spielst. Ja. Fühlt sich schön an, fühlt sich sehr, sehr schön an. Ja. Gibt es irgendein besonderes Fan-Erlebnis, was du mal hattest? Wo irgendeinen ganz bekloppten Wunsch oder irgendwas, wo du die, was dir in Erinnerung geblieben ist von einem Fan? Ja, was ganz bekloppt ist jetzt nicht. Es kommen immer wieder Familienväter zu einem oder versuchen einen nach dem Spiel zu rufen und zu fragen, ob man, ob die das Trikot für den Sohn bekommen können. Das ist so, dass ich glaube, das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist einfach der Standard. Die Kinder freuen sich, wenn die in die Stadion gehen und dann noch ein Trikot bekommen. Leider kann man natürlich nicht jedes Kind und nicht jedes Spiel sein Trikot abgeben, aber das ist schon die häufigste Frage, die ich persönlich so gestellt bekommen habe. Ja, das Schönste ist wahrscheinlich sowieso immer mit Kindern, ne? Wenn man die sieht, ne? Ja, wie die sich freuen. Natürlich. Man war ja selber mal klein gewesen und hat auch mal gehofft auf ein Trikot von einem Spieler aus dem Stadion, auch vom Spielfeld. Ja. Deswegen kann man natürlich auch ab und zu auch mal das Trikot natürlich auch abgeben. Ja. Da freuen die Kinder sich. Das ist, glaube ich, ein Erlebnis, was sie dann so schnell aus dem Kopf nicht herausbekommen. Ja. Und wenn das dann wahrscheinlich dann in der Schule erzählen, sind dann die Helden. Ne? Ja. Machst du noch andere Sportarten? Also irgendwie Tennis oder Tauchen? Oder ich würde gerne Tennis spielen können, aber kann ich absolut gar nicht. Nee. Ich weiß auch nicht warum, aber ich kann es einfach nicht. Ich würde gerne Tennis spielen können, aber... Hast du es probiert? Ich habe es probiert, aber bin kläglich gescheitert. Ja. Deswegen habe ich auch den Schläger nicht mehr in die Hand genommen. Ja. Fußball spielen selber bei Regen, also machen ja viele gerne, ne? So Fritz-Walter-Wetter. Ja. Ist dir das egal oder ist das als Spieler egal, was das für ein Wetter ist? Das Schöne ist halt, dass der Rasen dann so ein bisschen nass ist. Ja, genau. Um auch so stumpfen Rasen zu spielen, das ist nicht ganz so schön. Das mag ich persönlich überhaupt nicht. Ja. Deswegen mag ich schon dieses kleine Mieselwetter, diesen Mieselregen schon sehr, sehr gerne. Da hat man halt besseren Halt auf dem Platz und die Füße brennen dann nicht so nach dem Spiel, wie wenn wir 30 Grad haben und der Platz einfach stumpf ist. Ja. Und der Ball rollt natürlich auch dann besser und schneller. Du bist ja als Verteidiger, hast ja immer mit den ganzen Granaten zu tun, die hier vorne ein Tor nach dem anderen machen wollen. Ja. Jetzt letztens gegen Mölders. Genau. Hat gut geklappt, ne? Gegen Mölders hat es noch sehr gut geklappt. Gegen Terence Boyd hat es auch noch gut geklappt. Gegen Daferner von Dresden hat es leider nicht so gut geklappt. Aber es ist natürlich was Besonderes, wenn man so Namen wie Mölders hört, der, ich weiß nicht, wie viele Bundesliga und wie viele Zweitligaspiele er hat, dass man nicht mit denen messen kann. Und die persönlichen Duelle wahrscheinlich noch, oder so wie ich es gemacht habe, für mich zu entscheiden, ist natürlich auch schön. Aber wenn du nicht gewinnst, bringt das alles nichts. Ja. Dann verliere ich lieber zwei Zweikämpfe mehr, habe dann die 3 Punkte, als wenn ich jeden Zweikampf gewinne und wir verlieren dann. Mhm. Und die anderen machen dann das Tor. Deswegen ist es schon schöner, wenn man die Punkte natürlich mit nach Hause nimmt. Ja. Quatscht man eigentlich dann auf dem Platz? Also wenn du jetzt weißt, du spielst jetzt Samstag gegen Mölders, ne? Guckst du dir dann vorher schon mal Szenen an und beschäftigst dich damit, logischerweise, ist ja klar. Beschäftigst du dich auch mit dem Typen und quatscht man vorher oder nachher? Oder ich glaube, von Mölders braucht man sich jetzt nicht die 10 täglich anzuschauen. Man weiß, was sein Spielstil ist. Mhm. Wir haben natürlich auch in der Woche 2-3 Mal Videos. Schauen uns den Gegner an. Man bekommt auch, wenn man einen speziellen Gegenspieler bekommt, auch nochmal Einzelvideos, wie er sich bewegt, wie er bei Flankensituationen, ob er eher auf 1 geht, eher auf 2 geht, da muss man sich als Innenverteidiger natürlich auch mit beschäftigen. Ja. Aber das bekommen wir dann auch alles von unserem Video, alles von Robbe, auch zugeschickt aufs Handy. Und dann schaut man sich das an, wenn man Fragen hat, geht man halt zu ihm hin. Ja. Wie kann man das am besten lösen? Und dann in der Regel klappt es auch dann meistens. Aber man hat schon nach dem Spiel hat man ja nochmal Gelegenheit, irgendwie ein paar Worte privat auch zu quatschen. Ja, während des Spiels versuche ich natürlich den Gegenspieler aus dem Konzept zu bringen, aus dem Spiel zu bringen. Ich werde ihn jetzt nicht fragen, wie es ihm geht, sondern versuche halt, wenn man halt einen Zweikampf dann gewinnt, sich zu pushen, den so ein bisschen zu provozieren, einschüchtern,
Und nach dem Spiel ja, ist dann auch alles wieder gut, auch wenn man während des Spiels ein paar keine schönen Worte fallen, aber das Wichtigste ist, dass man sich nach dem Spiel die Hand gibt, dass man sagt, hör mal zu, wir haben um die Punkte gekämpft, was ich zu dir gesagt habe, bitte nimm es nicht persönlich, das war einfach nur, um dich ja, abzulenken, dass du nicht vom Kopf her zu 100% beim Spiel bist. Nach dem Spiel gibt man sich aus Respekt in die Hand und dann ist es auch wieder gegessen. Da bringst du dich auf was, ne? Da müssen wir drauf kommen, ne? Es gab eine kuriose Szene in den letzten, einem der letzten Spiele, war das unter Haring, ja, ne? Wo du wo den Ball eigentlich fair nach außen spielen wolltest? Das war gegen den Hallischen FC gewesen. Ah, genau, ja. Hallischer FC war das. Ja, das... Das war ein, im Prinzip, aber das war gut, gut gemeint von das dir. Das war zu gut gemeint von ja, mir. Zu gut, ja. Wenn ich mir das nochmal anschaue, da sehe ich natürlich sehr, sehr ja, dumm aus. Aber wie ich schon mit dir gesagt habe nach dem Spiel, ich höre seinen Schreien und das Schreien war schon sehr, sehr laut gewesen. Wollte dann ja auf Fair Play aufhören zu spielen und dann den Ball ins Aus spielen. Das Problem war, er ist in meinem Rücken, ich sehe nicht, dass er direkt wieder aufsteht. Wenn ich glaube ich gewusst hätte, dass er direkt wieder aufsteht, hätte ich dann natürlich auch weitergespielt. Aber dann waren diese ein, zwei Sekunden, wo ich dann auch die Hände hebe, wo ich sage, stopp, ich glaube er hat sich verletzt, soll die Physios auf den Platz kommen. Das war dann der Moment, wo die es dann ausgenutzt haben oder wo die dann gesehen haben, okay, er steht wieder, wo er mich dann anläuft und ich den Ball ja, nicht richtig klären kann, sondern den Mann nur vor die Füße spielen kann, was natürlich auch so nicht geplant war. Ist ja klar, ich wollte den Ball einfach nur so weit wie möglich wegschlagen, aber dadurch, dass ich dann halt aufgehört habe und der Ball so zwischen meinen Füßen lag und ich dann im Augenblick gesehen habe, dass ich angelaufen werde von dem Spieler, wurde ich dann so ein bisschen hektisch. Wollte den Ball klären, treffen natürlich halt ja, bodenlos. Aber umso schöner ist dann, dass wir das Spiel dann noch gewonnen haben. Ja, genau. Vor allem persönlich auch. Ich glaube, wenn wir dort Punkte hätten liegen lassen, wäre es für mich erstmal sehr, sehr schwer geworden, wieder klar zu werden im Kopf. Und haben Gott sei Dank gewonnen. Ja. Und das genau. Ist was zählt am Ende. Ne? Dann kann man es auch abhaken. Genau, genau. So, gleich sind wir schon wieder am Stadion. Ja. Müssen wir den Wagen leider wieder zurückbringen. Sehr, sehr schade. Schade, mir macht Spaß dabei. Macht echt Spaß so. Ja. Ist halt mal was anderes. Ja. Wie wir schon am Anfang gesagt haben. Ja. So, ja. Elektro, man hört nichts. Ja. Aber sehr, sehr schönes Auto, muss man sagen. Gefällt mir. Ja, mir auch. Mal gucken, mal fragen, was das kostet. Aber ich glaube, bei Elektroautos gibt es sogar auch Förderung aktuell noch. Ne? Da kriegst du dann irgendwie noch. Teilweise, glaube ich, bis 9.000 Euro kriegst du Förderung. Aber das wissen die Spezialisten beim Autohaus Schwarte bestimmt, wenn man mal eine Probefahrt machen will. Mal anrufen, fragen. Genau. Ich glaube, persönlich vorbeigehen ist in Corona-Zeiten, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ja, genau. Deswegen eher Termine machen. Ne? Die Termine machen, das Handy zu handeln und dort anzurufen. So Geld, wofür gibt es irgendwas, wofür du unheimlich viel Geld ausgibst oder gerne? Unverschämt viel Geld? Eigentlich nicht. Ich bin eher der Sparfuchs. Oh. Natürlich mal den anderen neuen Schuh, auch den neuen Fußballschuh. Bin einen, der gefällt, dass man den sich dann holt. Aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der jetzt jeden Monat so und so viel Geld ausgibt zum Shoppen oder so. Das Einzige, was ich regelmäßig ausgebe, ist Katzenfutter für meine Katzen. die essen sehr, sehr viel. Nein, Spaß. Ich bin jetzt nicht so der regelmäßig jetzt sich online irgendwas bestellt oder so. Ja, Gibi, wir sind fast da. Danke, dass du mitgemacht hast. Gerne, wir haben viel erfahren von dir. Hat echt Spaß gemacht. Du hast natürlich logischerweise als Fußballprofi viele Interviews zu geben und hast schon viele gegeben. Ja. Mich würde interessieren, wen würdest du gerne mal interviewen, wenn du so die freie Wahl hättest? Und sagen, also muss ja auch nicht unbedingt Sportler sein, kann auch ein Filmstar oder irgendwie, wäre da einer, wo du sagst, mit dem würde ich mich mal gerne eine halbe Stunde ins Auto setzen oder so? Es gibt bestimmt einen. Hättest du mir die Frage ein paar Tage vorher gestellt, dann hätte ich mir nochmal Gedanken machen können, jetzt spontan. Ja, ich bin Fan von David Alaba, von seiner Spielweise. Er kann auch beide Positionen spielen, so wie ich, sowohl Innen- als auch Außenverteidiger. Ich glaube, durch Instagram sehe ich, dass das ein sehr cooler Typ ist. Er hat natürlich auch einen speziellen Fashion-Look. Ich glaube, mit dem würde ich dann mal
auch mal eine halbe Stunde ein bisschen durch München cruisen. Solange er noch da ist. Und modische Tipps austauschen. Genau. Alles klar. Tschüssi. Alles klar. Alles Gute, weiterhin. Sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Gerne wieder. Ja. Wir sehen uns dann. Danke dir. Ciao. Ciao.